Hallo liebe Freunde, hier sind wieder die Garden Witches unterwegs und wir machen gleich noch weiter. Obwohl es da gewittert hat, hier war es eigentlich schön. Na, Ähnchen. So, wir müssen eigentlich mal wieder. Ja, warten 7 Tage auf Tin. Einen Tag warten wir bereits. Oder auf jeden Fall machen müssen wir müssen nochmal zu dem Weltengärtner, dem der Rasenmäher kaputt ist oder irgendwie sowas in der Art. Ja, müssen wir mal schauen. Und denn hier noch alles, boah, ey. Warte mal, ich wollte irgendwas noch kochen. Was war denn das? Ah, ich wollte für Tin mal diesen Lavendel-Mondmilch-Gedöns machen. Weil eigentlich habe ich jetzt alle Zutaten. Damit haben wir vielleicht bei ihr mal nochmal ein Stein im Brett. So, was brauchen wir denn alles? Einmal Milch. So, dann Lavendelblüten. Dann erwärmen. Blub, blub, blub. Aber nicht zu viel. Ein bisschen noch. Rühren wir einmal, wubbeliwupp. Dann müssen wir es abkühlen mit Eis, damit es wieder nicht so heiß ist. Das ist. Ja, das gibt Gerichte. Wie oft muss ich das noch machen? Also, wir müssen es auch hier kühlen, denke ich, ne? Da habe ich das ganze Eis da reingeschmissen. Okay, warte, halt. So viel ist dann wahrscheinlich auch wieder zu viel. So, dann rühren wir nochmal hier. Blub. Es kocht jetzt gar nicht mehr, ne? So, jetzt ein kleines bisschen Honig rein. Nochmal rühren. Wirbel, wirbel. Und die Eis. Oh, nein, nicht nochmal. Nein, ist auch wurscht. Jetzt ist ein bisschen. Jetzt ist alles drin. Okay, dann. Wenn die nicht schmeckt, dann ist es auch nicht. Ja, da ist super. Das tun wir auch besser mal da raus. Sonst habe ich es nachher aus Versehen getrunken. Und dann ist das gute Zeug weg. Das ist ja nicht so gut. Käse, das weiß ich nicht. Jo, das könnten wir noch machen. Wie sonst noch irgendwas? Haferflocken. Das meiste brauche ich eigentlich als Futter für meine Tiere. Gurkenwasser könnte man machen. Okay. Wer will denn das? Kamillentee mit Kamillenblüten und Honig. Könnte ich hier auch mal nochmal machen. Habe ich eigentlich sowas dabei? Kamillentee habe ich noch. Gut, brauche ich nicht unbedingt. So, dann brauche ich ja noch die Ziegelsteingeschichte. Ich brauche Sand. Ah, das war ein Problem. Ich brauche auch noch mal Sand. Ah, ups, jetzt habe ich das in der Hand. Aber jetzt in die Stadt zu latschen damit macht auch keinen Sinn. Dann gießen wir noch mal ein bisschen, damit das Wasser hier weg ist. Dann lohnt sich das hier. Nee, das lohnt sich heute nicht mehr, in die Stadt zu gehen. Dann machen wir das hier mit dem Weltgärtner. Weltgärtnerverein. So, wo sind wir denn hier? Wir müssen nach oben, damit wir nach unten kommen. Das ist logisch. Wie auch immer. Jetzt haben wir unser Gießkännchen in der Hand. Naja, was soll's kommen. Ah. So, gehen wir nochmal in die Wüste. Die arme Hexe hat immer in die Wüste geschickt. So, ja, hier den Sand kann ich ja leider nicht verwenden. Weil mein Rezept da. Gut, den können wir zwar gut verkaufen. Aber man muss auch gucken. Oh, Moment. Ha! Sehr gut. Also sind es glitzert und es ist kein Sandhäufchen. Dann kriegen wir Kohle. Das ist wahrscheinlich nicht schlecht. Also, da habe ich jetzt nichts. Ist die Tür jetzt auf? Habe ich nichts gegen. Bis das Ding auf ist, da haben wir schon 6 Pfund Sand geschippt hier. Da gucken wir mal, was unser Weltgärtner jetzt hier sagt. Okay. Was haben wir noch? Ich werde diese Treppe entworfen. Wenn jemand da keine Beine hat, wahrscheinlich. Hey, ich bin wieder da. Sei gegrüßt, Player Number One. Wie geht's dir heute? Es wurden neue Daten verarbeitet. Ah, das sage ich Montagmorgens auch immer. Die Daten sind unvollständig. Oha. Unvollständige Daten sind inakzeptabel. Ja, das kann ich verstehen. So etwas kann ganz schön ärgerlich sein. Deine Gedanken drehen sich im Kreis und du kannst nichts dagegen tun, weil alles zu viel ist. Aber ich bin für dich da. Gemeinsam können wir das durchstehen. Ein Freund hat einmal gesagt, dass Ingenieurmagie wie ein großes Puzzle ist. Ich denke, das gleiche gilt für den Verstand. Je mehr Puzzleteile du sammelst und an ihren Platz legst, desto mehr fügt sich das Ganze zu einem größeren Bild zusammen. Es kann schwer sein, diese Teile zu finden, vor allem wenn man super müde ist. Aber mit der Hilfe eines guten Freundes ist das viel einfacher. Genau, du hast nur einen Freund, der dich einschläfert. Also, lass uns im nächsten Raum weitere Puzzleteile finden. Zugang gewährt. Danke. G
kommst du klar, wenn ich weitermache? Ja. Ja, ist also. Da, danke. Mein Gott, ist das ein Schwätzer. Der hat mir wieder ein Rohr abgekaut hier. Ach, der redet so viel, dieser Computer. Oh. Ja, wo haben wir denn jetzt ein Türchen? Ist wie ein Adventskalender hier. Das da? Nee, da waren wir schon. Hier waren wir noch nicht. Oder? Ja, ich vermute mal, oder? Werden wir sehen. Wenn da nichts Neues drin ist, dann... Das kommt mir unbekannt vor. Okay, was ist das? Hä? Oh, diese Farben und alles glitzert. Was haben die hier gesoffen, als sie das programmiert haben? Ich weiß es nicht. Ist hier irgendwo eine Truhe versteckt? Oder kriege ich hier gar nichts? Ah, da, haha, guck mal an. Eine Holo-Uhr. Was? Holographische Uhr oder was? Okay, was ist das jetzt hier? Was passiert dann? Und jetzt? Hier kann ich nicht laufen, ich muss springen. Und da, ach, da. Komplizierter kann man es nicht machen, oder? Heute. Andere bauen einfach 6 Schalter nebeneinander und fertig. Und die machen hier so einen riesen Pohai. Und geht's wieder runter. Blonk. Ja. War's das jetzt? Wird's hier fertig? Jetzt geht's ja nach oben. Ja, das, Sieht das jetzt irgendwas? Ach, da ist, okay, warte mal. Da oben ist auch noch ein Schalter. Sieht hier irgendwas im Raum noch weiter verändert? Ich geht unten jetzt wieder deaktivieren oder was? Gut, das komplizierter ging es nicht. Na gut, machen wir das. Flump. Verbinden. Verbindung erfolgreich. Hey, das Modem hat funktioniert. Dieser Raum scheint in einem ähnlichen Zustand zu sein wie der vorherige. Aber denk dran, wir sammeln hier Puzzlestücke zusammen. Es ist alles ein Fortschritt. Jetzt, wo wir so weit gekommen sind, möchtest du über die Daten sprechen, die du gestern verarbeitet hast? Hast du etwas davon erkannt? Unsere Kinder. Damals war alles in Ordnung. Wir waren glücklich. Warum hat... okay. Ich denke, das war genug Aufregung für heute. Ja, lass uns jetzt ein bisschen ausruhen, okay? Defragmentierungsprotokoll wird ausgeführt. Genau, defragmentier dich mal ein bisschen. Das macht Spaß. Ja, tolle Idee. Mach das. Es war ein langer Tag. Du hast ja jetzt etwas Ruhe verdient. Das hast du ganz fein gemacht. Mhm. Wirst du zurückkehren? Ja, natürlich. Ja, ich werde zurückkehren. Wir freuen uns schon darauf. Ich auch. Okay, bei einem Computer würde ich sagen, okay, dann kriege ich Angst, wenn er das sagt, aber der meint das ja auch so. Komm jetzt hier runter, ohne mir den Hals zu brechen, ne? Lulala. Fahrstuhl, okay. So, haben wir das auch? Und am Ende, wenn wir das alles gemacht haben, klatschen hier die Hände zusammen und dann sagt er Shazam und dann war es das. Keine Ahnung. Gut. Und gehen wir mal wieder. Warte 7 Tage auf den, ja. Huch. Jetzt geht's. Warum geht der eigentlich jetzt wieder auf? Oder man weiß es nicht. Muss eigentlich umgekehrt sein. So, was haben wir? Oh, wir haben auch schon spät. Dann gehen wir am besten mal nach Hause. Au. Und legen uns einmal in die Falle. Schwupp. Oh. Ihr müsst dringend mal Beleuchtung hin. Okay. So. Aha, da sind wir. So.
Ab ins Bettchen. Schlupp. So, Tag 21 im Herbst. Der Winter naht, wir müssen aufpassen. So, Entchen ist unterwegs, hallo. Quack, quack. So, mal gucken, wie sieht's hier aus? Die ganzen Schnecken haben schon Hunger wieder. Oh, okay, haben auch reichlich Schleim produziert. Was haben wir hier? Haben auch reichlich Kompost produziert. Ah, das können wir nochmal wegtun. Zack. So, hier haben wir nochmal Lavendel. Da läuft auch nochmal ein Entchen rum, das. Und Nugget. Und nochmal bisher nur eins. Nugget, wie geht's? Mack, 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 mack. So, was wächst hier? Mack, mack. Ah, die rote Beete. Ja, das ist so relativ unspektakulär. Warum pennst du denn jetzt schon wieder? Okay. Oh, wir haben zwei Eier und eine Feder. Okay. Wie sieht bei euch Hasis aus? Oh, wir haben reichlich Fell, aber das Verkaufen lohnt sich ja nicht so sehr, wie wir festgestellt haben. Oh, hier können wir nochmal gießen. Ja. Was haben wir hier? Ist das noch ein fertiger Kürbis? Oh, tatsächlich. Oh. Den können wir auch noch verticken. Auch ein bisschen Gras für die Häschen. Uff, uff. So, da hoppelt schon wieder einer. Wer bist du? Fluffy. Ach, Fluffy, du bist so Fluffy. So, Gerda. Kaninchen. Horst. Ist dann der Rest? Der Bande hier wieder. So, zack. Einmal das. Bisschen Grünschnitt haben wir auch noch. Hier wächst immer noch ein Bäumchen, einfach mal so. Okay. Sieht's hier aus. Hier ist Entchen unterwegs. Ah, der Hafer ist fertig. Sehr schön. Der ist auch durch, ne? Ja. Ne, nicht die Ente. Jetzt habe ich. Ja, die Ente ist auch durch. Ja, okay. Ja, man kann den Hafer ernten hier. So, und haben wir hier die Zwiebel. Die ist noch nicht durch. Die Kartoffel ist aber fertig. Flop. So, nimmst einen Bauern und so. Ne? Nugget. So, mag, mag, mag. Dann können wir für dich jetzt hier auch was. Ist schon lecker leer gefressen. Wer hat da denn schon alles verputzt hier? Komm, dann machen wir hier Haferkörner rein. Da hat unser Hunger zu futtern. Ihr hattet eure Chance, Leute. Ihr habt gerade schon weggefressen. Selber schuld. Mir gebe ich jetzt hier nicht. Noch eine Ente. Wie viel seid ihr denn eigentlich mittlerweile? Oh, ist ja der Wahnsinn. So, wer bist du? Oh, Peter. Nochmal Peter? Da gibt es hier zwei. Was ist hier los? Schnecki. So. Na gut, hier. Tomaten. So, ihr sollt auch nicht leben wie die Schnecken. Pass auf. Einmal hier rein. So, bitteschön. Alles nur mal für euch. Puh. So, dann wollen wir mal in die Stadt düsen. Was ist das hier? Der Knoblauch ist fertig. Sehr gut. Plop, plop, plop. Dann können wir den hier auch noch ein Besen. Komm, wir fliegen. Wir surfen, besser gesagt. So, Surfing the Witch könnte man das auch hier nennen. Bums. Die nicht wirklich gut fliegen kann. Ja. Hallo, wie geht's so? Hey, brauchst du noch was? Ich habe ein Geschenk für dich. Hier mal. So, probieren wir das mal aus. Wow, schön. Plus 100. Ha. Das war alles? Ich dachte, sie fällt mir so im Hals. Na gut. Ach, hä? Hey, ich habe deinen Brief bekommen. Ist alles in Ordnung? Oh, du bist es. Ja, klar. Alles in Ordnung. Oh, okay. Warte. Dein Arm ist ganz geschwollen. Oh, das. Ach. Das ist gar nichts. Keine Sorge. Bist du sicher? Ja, ja, ja. Au! Ah! Aha! Nichts also, hm? Ich hab Schlimmeres erlebt. Also wie auch immer. Danke für deinen Besuch. Der Laden wird bald geöffnet sein. Tschüss! Hä? Sieht echt auch traurig aus? Okay, was ist denn hier? Ich würde gerne was kaufen. So, mittlerweile habe ich eigentlich fast alles aus Gold. Haben wir jetzt ein bisschen Geld. Goldgießkanne, die bringt wahrscheinlich auch nur mehr Wasser, denke ich mal, ne? Naja. Hm.
Goldschaufel. Ach, ich habe gar keine Silberschaufel. Was habe ich denn für eine? Normale, stinknormale. Achso. Na gut, die können wir mal ersetzen. So, sonst hat die eigentlich nichts Neues hier, ne? An Rezepten. Ja, was soll's. Komm, wir gönnen uns jetzt die Goldgießkanne. So, jetzt sind wir hier auf Goldstandard mittlerweile. So, dann haben wir auch hier die Silberschaufel, was immer das bringt. Wir kriegen dann mehr, aber wir brauchen eigentlich noch Sand. Ich brauche auf jeden Fall Sand. Da bringt mich um den Verstand. Und was machst du hier? Ja. Aber geschenkt für dich, du miese Petriger Vogel. Oh, warte mal. Wie heißt mit Schneckenschleim? Aber nicht so viel. Warte mal. Nee, nee, nee. So. Der schmeckt ja doch bestimmt. Hm, ganz fein. Muss minus eins. Ha! Wir schaffen es irgendwann. Der hasst uns. So. Okay. Ja, da müsste besser sein können, aber ich habe diese Fellbüschel bringen ja gar nichts. Also das zu verkaufen, macht echt keinen Sinn. Mir noch Schleckenschleim gekauft, verkaufen weiter Rosen. So, Kürbis habe ich auch sehr viele. Die verticken wir auch mal. Und dann habe ich noch reichlich Öl. Ja, und den Sand brauche ich selber. Ah, ich habe doch hier noch diesen komischen Sand. Bringt das ein bisschen Komposter was? Nee, eigentlich nicht. Komm, wir machen dafür den rosa Sand und dann ist das auch fort. So, gucken wir mal, ob hier mal wieder ein bisschen Sand ist. Das ist ja schon ein bisschen ulkig. Oh, ja, nicht viel. Das ist nicht viel. Ne, das ist daneben. Oh. Mal nochmal richtig platzieren. Super. Nochmal. Sehr gut, Hexi. Jetzt hast du es geschafft hier. Sehr gut, zwei. Naja. Ja. Ja, Sand ist es nicht hier. Mist, ich muss da Ziegelsteine machen. Das ist zu wenig. Ach, guck mal in unserem kleinen Backstübchen, was es hier so gibt. Moinsen, wie geht's so? Was kann ich für dich tun? Ich habe ein Geschenk für dich, wie immer. Tja. Was weiß ich, Max einen Strauß Lavendelblüten. Wie nett von dir. Ja, ist eigentlich vollkommen egal, was ich dir schenke. Du kriegst immer 10. Aus. Dankeschön. Ich gucke nochmal gerade hier, ob hier alles okay ist. Sehen wir alles nochmal mit. So. Eier haben wir jetzt selber. Aber die Butter und die Milch. So, Kühe haben wir jetzt. Die sind noch nicht zugelaufen. Hier oben haben wir schon mal geguckt, ja, ne? Hier sind. Okay. Die Truhe. Münzen. Okay. Jetzt haben wir ihre Spatz geklaut. Oh ja, ein nettes Zimmerchen hier. Ja. Hier ist auch eine Truhe. Nochmal Münzen. Okay, ja. Super. Also Steuererklärung hat sich erledigt. Du hast eh keine Einkünfte. Mach's gut. Tschüssi. So, die haben ausgeraubt. Aua. Nun ja. Hat sich doch alles erfolgreich begeben hier. Wir müssen weiter auf Tin warten. Der Vogel. Ach, heute ist Sonntag, ne? Ah. Na gut. Und das mit der Bibliothek, hat man da eigentlich noch irgendwas zu tun oder waren wir da durch? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wir können ja mal reingucken. Unser Lebensbuch freut sich ja auch, wenn jemand kommt. Oh, ah, hallo. Ich habe ein Geschenk für dich. Fällt mir gerade auf. Ja, was soll ich ihr jetzt? Tja, wie war es mit einer Rosenblüte? Die ist wunderschön. Plus 10, habe ich doch gewusst. Okay. Na ja, gut, besser als nichts, ne? Dann nehmen wir unseren Besen. Schrubbidiwupp. So, ja, Sand. Sieht jetzt ein bisschen mager, die Ausbeute. Naja, gut, können wir den ändern. Komm, ich gebe euch hier auch noch mal ein bisschen. Blum, blum. Was wächst hier? Brennnesseln.
Hier ist auch noch viel Gedöns. So, hier mal Erde. Ja, hier ist noch eine Lücke. Hier auch. Hier ist es auch mal schön voll. Ich komme, wir geben dem Baum hier auch mal ein bisschen Dünger. Ah, ne, haben wir gar keinen mehr. Na gut, dann, wie weit ist der? Den könnten wir bald fällen. Dann haben wir mal wieder Holz. Entchen, was machst du hier? Was machst du hier, kleines Entchen? So, hier wächst Gras über die Sache. Hier ist auch ein Bäumchen. Ist das hier unten? Klee. Ah, der ist noch sehr früh im Stadium. Der sieht ausgewachsen aus. Ah, den können wir hier fällen. Bums. Da gehen wir flott jetzt. Ich habe jetzt eine Goldaxt. Das ist doch, das war. Aber machen wir jetzt ein Tempo. Okay. So, hier, das können wir auch mal wegmachen. So, steht auch viel zu viel rum. So. Mal ein bisschen was beseitigen hier wieder. Ich wachse dann noch ein paar mal Bäume mehr hier. Na, Hasi, was ist mit dir? Wächst hier? Hier wächst ein Baum, ja, okay. Oder habe ich den gepflanzt? Ich weiß gar nicht mehr. Ein Kiefer. Hm. Puh, weiß ich es nicht. Entis laufen hier alle rum. Okay. Wir müssten es hier mal vielleicht durchschlagen zum Teich. Und mal alles beseitigen. Uff, uff. So. Dann werden wir die Enten. Das Entenhäuschen haben wir das wahrscheinlich hier hinsetzen, denke ich mal, oder? Ich weiß ja gar nicht, ob die Wasser brauchen. Die meiste Zeit laufen sie eigentlich nur hier rum. Ein bisschen untypische Enden. Oh, die können nicht schwimmen. Kann natürlich auch sein, nicht schwimmen. Hm. Gibt's vielleicht auch. Machen wir den ganzen Weg hier frei, so. So, dann habe ich hier schon ein schönes, großes Gebiet freigeräumt. Mit der Goldsichel können wir ja jetzt auch alles wegmachen hier. So, dann ist hier auch wieder mehr Platz. Wunderbar. Hier bist du schon wieder. So, hi Andy. Oh, die haben schon wieder Kohldampf. Oh. Die sind aber auch. Wir müssten nochmal Grassamen kaufen. Schade, dass man keine Samen rauskriegt, wenn man hier was wegerntet vom Gras. Klee wäre auch nicht schlecht. Boah, ich habe jetzt so viel Kristallweizen hier. Das ist der Wahnsinn. Wie sieht es hier mit den Dingern aus? Oh. Die sind auch noch nicht fällig. Okay. Blum, blum. So. Dann können wir nochmal gießen. Meister kriegt den sowieso hier, aber okay. Ja, komm, auffüllen. Auf. So, wunderbar. Ist auch schon wieder leer gefressen. Oh, alle. Und die Bienen. Die haben aber auch alle einen Durst hier. Hunger. Oder auch immer. Ah. Mohn. Sehr schön, sehr schön. Da können wir auch noch was ernten. Aber wir haben jetzt die goldene Gießkanne. Die reicht ganz schön weit. 100. Hallo Hasi. Jetzt habe ich auch gegossen. Naja. Selber schuld, Kollateralschaden. Wenn du hier rumwuselst. So, Enti, bei dir dürfte das nichts ausmachen, ne? So, Hasis, brauche ich mal schon. So, komm, wir nehmen mal hier die Trauben mit. Dann sind die auch fertig. Und hier der Lavendel. So. Was mit dem Bäumchen hier? Man weiß es nicht. So, hier habe ich fast alles gegossen, ne? Also mit der goldenen kriegst du ja schon ein bisschen mehr geschafft, muss man ja sagen. Oh, das Klee. Klee, das ist gut. Da können wir auch nochmal füttern hier. Na, ihr schöne Gieß. So, dann machen wir nochmal
Ups, kompostieren. Wow, wir haben so viel. Da können wir noch mal reichlich verkaufen eigentlich. Uff. Ah, Moment. Ich sollte noch Futter verteilen. So, hier. Klee. Wie schön alles weggefressen. Die fressen mich arm hier. Das gibt's gar nicht. Post. Verzögerungen. Hey, was geht? Ja, also mein Laden ist momentan geschlossen, aber keine Sorge, ich mach das schon. Du weißt ja, wie das ist. Wetter und so, aber ich bin bald wieder auf dem Damm. Tinstüftelei. Das war der Brief. Den haben wir gar nicht gelesen. Aber die haben uns darauf angesprochen. Okay, hat trotzdem funktioniert. Hm. Okay. Gut, Tin ist irgendwie krank anscheinend. Oder überfordert, überarbeitet, man weiß es nicht. Hasi, ihr habt schon wieder alles weggefressen. Guck mal, die haben schon wieder vor Erschöpfung nicht reingeschafft in ihren Stall. Eieiei, naja, gut. So, da brauche ich nicht gießen. Da dürfte, hier liegt auch wieder einer. Bäumchen hat. Was ist hier? Grünschnitt. Warum ist hier Grünschnitt? Der fliegt hier in der Luft rum, okay. Warum nicht? Kann ja passieren, okay. So, haben wir das auch? War ich eigentlich da oben auf dem Berg in letzter Zeit mal? Nee, da gibt es bestimmt auch wieder irgendwas, was ich ernten kann. Warte mal, dieses ganze rote Zeug hier geht mir auf die Nerven und hier einem wie steht. Das machen wir mal weg. So. Weg damit. Weg, weg, weg. Uff, uff, uff. Zack, so. Hier war ich schon länger nicht mehr da oben. Oh, das ist gut. Da haben wir reichlich Klee. Das ist schön. Das ist schön. Wenn sich die Hasis freuen. Ah ja, hier wachsen keine Erdbeeren mehr. Dafür Kleeblätter. Und was ist das hier? Süßblatt. Okay. Was ist das hier? Ist das Gras? Nee, kann ich nicht ernten. Ist da sonst noch irgendwas? Nö. Okay. Gehen wir nochmal. Haben wir hier nix? Hm. Was war hier noch? Irgendwas, was wir gebrauchen können? Naja, ah, hier. Ah, hier gibt es wieder diesen Feentau. Wo ich auch nicht, was ich damit machen soll. Wupp. Wupp. Ist hier irgendwas, was jetzt neu ist in der Jahreszeit hier? Hm. Kann ich jetzt eigentlich mit dem Besen hier auch rüber? Uah! Fast abgestürzt. Halt, halt, halt. Den tun wir besser mal wieder aus der Hand. So, hier den Feenblub, den können wir einsammeln. Oh, da drüben ist eine Truhe. Stopp, ab, 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 abspringen. Oh. Eine Blumenlampe. Die haben wir doch schon 10-mal. Okay. Die habe ich schon reichlich oft. Naja, gut. Dann ist das so. Ach, hier ist noch eine Truhe. Ein Rosenschreibtischlampe. Oh, die ist neu. Rosenschreibtischlampe, okay. Sup. Hier? Achso, ja, ja, okay. Das wissen wir, was das ist hier. Können wir nochmal was Feenstaub einsammeln? Da freut sich Tin. Nee, können wir nicht, weil. Oder. Da ist wohl. Ah. Können ja auch nichts ablegen hier, das ist ja das Blöde. Ja. Dann müssen wir vielleicht mal einen Tee trinken oder so. Man schaut jetzt um den Feenstaub. Den Tee kann ich mir neu machen. So. Zack. Können wir den auch noch einsammeln? Das deckt ja. So, komm. Nein, nicht du. Das Ding. Hier, Feen. Fee? Hallo, Fee? Hm. Ich hab keinen Staub. Die da ist aber noch staubig. Warte mal. Was war das? So. Komm, hier, zack. Haben wir das? Springkressenblatt, nee. Hier waren wir schon.
So, die haben wir eingesammelt. Na nee, gut, dann war es das hier. Soweit. Soweit, so gut. Wo können wir hier wieder abhauen eigentlich? Wo gibt es hier irgendwo noch eine Truhe oder sowas, die wir bis hier nicht gefunden haben? Hier ist nochmal ein Blub. Feenblub. Gut, gut, okay. Ja, mit dem Besen ist das ja gar nicht mehr so schlecht. Ups, wenn ich rauskäme. So, hier mal Gas. Also, ich bin auch schon am Pennen hier, alle. Ist es wieder spät. So, dann gucken wir mal, was der Weltengärtner heute so treibt noch. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich hier? Da bin ich. So. Oh, nee, ach. Bin ich nicht abgestiegen, ich Trottel. Warte mal. Wenn hier noch irgendwo. Ich muss irgendwann mal loswerden von dem Zeug, was ich dabei habe. Hier die Feengrassamen. Die brauche ich absolut gar nicht. So. Oh, da fliegen wir mal wieder los in die Wüste. Mal sehen, ob der unser Weltengärtner-Kollege jetzt hier parat ist heute. Ich guck dir mal, ob ich hier irgendwo nochmal. Ah, guck mal hier. Da sieht es aus, als dabei ist es vergraben. Ha. Tiere und Münzen. Nehmen wir gerne mit. Kein Problem. Aber sehr gerne. Ich bin Taschengeld auf. Besser, wenn man hier rumguckt und nur rumbuddelt. Ja, hier ist überall. Boah, ist hier viel Sand. Man hat er sich vermehrt. Ist ja Wahnsinn. Das war da vorher nicht. Okay, ich komme. Moment, Moment. Nicht zumachen wieder. So, hallo. Wieder auf und zu geht, keine Ahnung. So. Hey, ich bin's. Gärtner. Bibobabibob. Verbinden. Verbindung erfolgreich. Sei gegrüßt, Player Number One. Ja, habe ich dich geweckt oder so? Wir waren im Schöpfungsmodus. Ach, ja, ja, das sage ich auch immer. Dank dir haben wir bestimmte Fähigkeiten wiedererlangt. Okay. Wow, das sind tolle Neuigkeiten. Was hast du erschaffen? Das ist ein Gedankenkristall. Er ist. Keine Ahnung, aber er ist wunderschön. Ich sehe nur nichts. Er wird in deine Wirbelsäule implantiert und speichert deine Erinnerungen. Es wird dich verbessern. Was? Meine Wirbels? Ich glaube, das muss nicht sein. Ich muss nicht verbessert werden. Oh. Du willst also nicht, dass wir ihn installieren? Nein, danke. Wir verstehen. Wie auch immer, sollen wir die Kerne weiter verbinden? Ja, lass uns weitermachen. Der wird also. Wir müssen irgendwelche Sachen installieren. Aber, naja. Wenn dann weniger schusselig sind, vielleicht wird das gar nicht mehr so schlecht. Wo geht denn das jetzt auf? Hier? Ah. Okay, kann ich mal hier durchschlüpfen? Ja. So, eine Truhe. Ein Eiskristallkessel. Okay, man kann sich komplett wie so ein Iglo einrichten. So, ich drücke einfach mal einen Schalter, ohne zu wissen, warum. Aber dann mache ich auf das. Gibt hier noch so? Nix. Hm, okay. So, wozu? Wofür? Hier ist auch ein Schalter. Warte mal, hä? Ups, das ist halt jetzt hier alles gut. Na, ich bin hier hoch. Kann da.
Schon ist da oben irgendwo ein Schalter oder was? Kann man da hinfliegen? Jetzt mal, was bringt das Ganze jetzt hier? Warte mal. Hä? Dann hast du den Schalter. Dann hast du da. Und da oben. Hä? Ja, das ist aber ein bisschen merkwürdig. Jetzt fährt er hoch. Jetzt fährt er runter. Ist das wie so ein Fahrstuhl? Wir warten mal hier. Mal sehen. Ja. Und ihr so? Habt ihr auch einen Kristall im Rücken? Die guckt. Aha. Die fährt nach oben. Aber was bringt mir das? Das Ding noch mal weiter nach oben. Nee. Was ist das hier? Da hoch komme ich ja nicht. Wo komme ich da? Kann ich da mit dem Besen machen? Da fällt hier runter. Da kann er nicht nach oben fliegen, der blöde Ding. Was bringt das, wenn ich den jetzt drücke? Dann geht das einmal runter. Ja, können wir mal nächster Wind machen. Und wenn ich den einmal drücken, dann geht es noch eins runter. Jetzt geht es noch weiter runter. Aha. Dann kann ich den drücken. Ah. Ich muss absteigen. So, dann kann ich den drücken. Ach so, ist das gedacht. Ah, ich hab's auch. Siehst du, ich hab's am Anfang gewusst. Verbinden. Okay. Verbindung erfolgreich. Okay. Na, oh. Autsch. Dritte Verbindung hergestellt. Ah! Aua! Wie geht's dir? Ich hab Kopfschmerzen. Informationsüberbelastung. Ich nicht genug Speicher. Caching. Bibobab. Ah, Sprossen. Die Menge an Informationen muss ihn fertig gemacht haben. Was soll ich tun? Moment. Was hat er gesagt? Nicht genug Speicher? Vielleicht hilft dieses Erinnerungsdings, Gedankenkristallding? Ich habe keine Ahnung, was es macht. Ah, ich habe keine Zeit. Ich muss etwas tun. Hoffen wir, dass es funktioniert. Was macht sie denn jetzt? Ich muss erstmal hier runter. Das Ding zerquetscht mich die ganze Zeit. Bin ich jetzt? Ich sehe mich nicht. Wo bin ich? Ich hänge jetzt hier irgendwo in diesem Konstrukt. Ich weiß noch nicht, ob das noch funktioniert, wenn ich jetzt sage, den Spielerstandort zurücksetzen. Der mich dann ganz aus der Pyramide rausschmeißt. Bewegt sich der Teil jetzt nochmal? Oder wie? Oh, doch. Kann mich befreien. Okay. Crazy. Hm.
So, wo ist denn unser Podest hier? Da. Wollen wir jetzt nochmal mit dem quatschen hier, oder? Hat's geklappt? Geht's dir gut? Informationsüberfluss geregelt. Wir sind noch nicht voll einsatzfähig, was zu erwarten war, da noch keine Kernebene wieder angeschlossen werden muss. Doch unsere Verarbeitungsfähigkeiten haben sich dank deines Missbrauchs des Gedankenkristalls enorm verbessert. Also Missbrauch, also. Eine ziemlich unerwartete Aktion. Wie hast du das so genau ausgerechnet? Habe ich nicht. Ich meine, du hast etwas über Erinnerung gesagt und dieser Kristall hat auch etwas mit Erinnerungen zu tun, oder? Und es hat funktioniert. Ist das nicht das, was zählt? Das hätte schwerwiegende Folgen haben können. Du bist in der Tat seltsam. Ja, ich mag dich auch. Also gut, es ist Zeit für mich, nach Hause zu gehen. Ich bin morgen wieder da. Achte darauf, dass du deine Defragmentierungsprogramme ausführst, wie auch immer die heißen. Wir besitzen keine Defragmentagnostikprogramme, aber wir werden auf jeden Fall unser Defragmentierungsprotokoll während deiner Abwesenheit laufen lassen. Ah, genau das meinte ich. Perfekt. Tschüss. Komm morgen wieder. Eieiei, Defragment, was? Gut. So, das ist ja. So, habe ich jetzt einen Chip im Rücken oder was ist hier passiert? Naja, gut. Was soll's, man muss auch Opfer bringen für die Weltkartenvereinigung. So, wollen wir mal wieder nach Hause. Ein erfolgreicher Tag wieder. Flup. So. Und so noch. Wir haben Montagmorgen. Oh Gott, wir waren die ganze Nacht unterwegs. Und haben überhaupt nicht gepennt. Gut, dann legen wir uns dann besser mal hin. Zumindest ein bisschen. Und schon am Dienstag. Juhu, kehre zum Gärtner zurück. Ja. So, Tag 23, Herbst. Tin, Tag 3. Wir haben Post. Immer noch Verzögerungen. Ja, also, was sagt man dazu? Der Laden ist noch geschlossen. Was für eine Woche war's? Ja, es sieht so aus, als wäre da eine kleine Schraube im Getriebe, aber das ist nichts, was ich nicht reparieren kann. Der Laden wird schneller wieder geöffnet sein, also denkst schockierend schnell den... Okay. Was ist da los, Andy? Hast du irgendeinen Tipp? Ich sollte mir das Ganze mal angucken. Surfing in the US. Nee. So. Hallo? Hier ist noch keiner. Der komische Drohne ist auch nicht da. Was hat die denn normalerweise auf? Steht das hier irgendwo? Zu Öffnungszeiten? Weiß man das? Steht bestimmt irgendwo und ich hab's übersehen. Wie sieht auch komisch aus, als wäre die zu. Okay. Ja. War denn hier nicht irgendwo? Bin hier eine Tür? Komisch. Was ist hier los? Das ist verdächtig hier. So, vielleicht weiß ich hier irgendwas über Chin. Nee. Gut, Froschhaus, ne? Oh, das habe ich doch schon gekauft. Shit. Jetzt habe ich mein Geld verplempert, Mist. Nee, Froschhaus habe ich noch. Nee, das wollte ich gar nicht kaufen. Ah. Ja, dann ist jetzt auch egal. Wir können jetzt ein Froschhaus bauen. Gut, die Frösche fehlen uns jetzt noch. Na, was soll's? Was soll's? Was wir haben, das haben wir. Brauchen wir irgendwann sowieso wahrscheinlich, wenn morgen sitzen 1000 Frösche vor meiner Tür. Man weiß es ja nicht. So, Schleimbälle. Naja, bringt nicht so viel hin, aber besser als nix. So, Kürbis. Ja, hat sich so halbwegs verkauft. Das Pflanzenöl auch. Komm, tun wir mal Rest auch da rein. Denn schon. Ja gut, der rosa Sand, den einen. Machen wir mal die Mondinger, die bringen ein bisschen mehr Geld. Und dann gucken wir nochmal, ob wir hier noch ein bisschen Sand abstauben können. Den brauche ich noch.
Da, okay, wenigstens ein bisschen was. Fropp. Oh, nur einen Sand. Oh. Mist, naja. Gut, also Tin ist irgendwie hat ein Problem. Ah, unser Kollege ist ja auch wieder da. Moin. Oh, hallo, was kann ich hier bringen? Ach, ich habe Geschenke, kannst du auch knicken. So, ich brauche nochmal Grassamen. Wir brauchen ganz viel Gras. Gras, Gras, Gras. Ach, ich weiß nicht, die Tomaten. Ich glaube, im Winter wachsen die eh nicht. Da weiß ich, dann haben wir ein Problem. So, Hafer. 6 Tage. Hm, könnte auch schwierig werden. Weiß ich nicht, ob der nochmal wächst. Wir versuchen es mal. Hundefutter. Pflanzenöl und Feentau. Hm. Könnte man sogar machen, diesen Boden. Und Pflanzenöl habe ich. Und das, bei den anderen machen wir immer so komische Sachen. Baumwolle habe ich nicht. Hm. Ich spannend, wie man einen Hund oder eine Katze hier kriegt. Das ist Baumwolle. Baumwolle habe ich nicht. Pilzpulver kann ich immer noch nicht machen, keine Ahnung. Stoff, reines Herz, Moos und Farbe habe ich auch nicht. Wo macht man denn eine verdammte Farbe? Für eine Bratpfanne brauche ich Eisenbahnen, aber die kriege ich jetzt nicht. Schneidbrett, Hammer, Kürbiskessel. Hm. Stöcke, Kürbis und Steine, aber was bringt man dieses Ding? Hm. Kaninchenfutter. Brauche ich Löwenzahn und Löwenzahnblüten. Ecken seiner Kraut. Da brauchst du sehr viel und Erdbeerscheiben. Puh. Und das haben die doch sofort weggefressen. Was bringt mir das? Hühnerfutter, Sojabohnen, Schoten, Haferkörner und Fruchtsalat. Was kann ich auch, Sojabohnen hab? Genau dasselbe? Entenfutter, Hühnerfutter? Haferkörner. Ja. Hm. Hühnerfutter. Na komm, wir kaufen das mal. Ist ja irgendwie dasselbe Rezept. Mhm. Gras, Klee und Tomate. Da machst du Schneckenfutter. Nur wie lange hält das? Wenn das länger hält als den Klee, ist es ja okay, aber bin ich noch nicht so sicher. So, Hühnerfutter, Schneckenfutter. Das klauen es selber. Die fressen es selber. Gut. Okay, dann haben wir es für heute wieder geschafft hier mit der Gartenhexe und dann gucken wir mal, wie es weitergeht, was unser Weltgärtner wieder für ein Problem hat. Und in ein paar Tagen dürfte auch ja, der Winter hier Einzug halten, bin ich mal gespannt. Der Monat ist ja nicht mehr so lange, ja, Entis. Und dann gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Yeehaw.